ist Ranja und wir sind heute in dem Spiel, in dem ich niemals gedacht hätte, dass ich mal bin. Und zwar sind wir im Skibbidi-Toilettenspiel hier in Roblox. Es gibt hier Folgendes. Es gibt verschiedene Toiletten. Die sind gefährlich, verfolgen uns und wir sammeln die Morphs, okay? Also es gibt diese Toiletten-Morphs und es gibt halt eine große, verschiedene Anzahl an diesen Toiletten. Ah! Oh mein Gott, lass sie mich einsammeln! Nein! Und genau das ist, was passiert, wenn man die Toilette nicht respektiert, okay? Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, ob ihr vertraut seid mit der Grundsituation, aber es gibt ja diese Skibbidi-Toilette auf TikTok, den Gesellen da hinten. Leute, wir haben hier ein Klo. Ironically, im Klo, einer der wenigen Orte ohne Toilette. Ich hüpfe mal hier runter, mal gucken, was wir hier finden. Party-Toilets. Wir partien den ganzen Tag. Und da oben ist ein Morph. Wir haben diese Toilette. Toilettengefangene habe ich freigeschaltet. Will, oh, no, und noch ein. Die Shrek-Toilette. Let's go. Okay, wir müssen jetzt hier irgendwie rauskommen. Wie komme ich jetzt hier raus? Kann ich mich irgendwie runterspülen? Teleport. Perfekt. Ich teleportiere mich wieder zum Spawn. Beziehungsweise, ich habe gerade gesehen, man kann sich auch an andere Orte teleportieren. Und ich glaube, wo wir hinwollen, ist die Fabrik. Okay, wir haben hier auf jeden Fall nochmal einen Morph freigeschaltet. Wir gucken uns das Ganze mal an. Der Toilettenkindergarten, natürlich. Hier steht zwar, hier dürfen nur Toiletten rein, aber ich sehe mich aber auch so ein bisschen in der Möglichkeit, hier reinzugehen. Zack. Was ist das? Toilettenzombie. Ah, richtig gruselig. Was ist das? Speakerman Baby. Das ist ein trauriges Kind. Nee, klar, das ist eine Toilette mit einem Schnuller. Das macht Sinn. Hier unten. Oh, der kleine Toilettenmechaniker, der sitzt hier an was dran. Komme ich da durch? Der scheint mich nicht zu bemerken. Das ist gut, weil ich muss an ihm vorbei. Hier ist eine Kamera. So, kann ich die hier einsammeln? Yes, den Helikopter. Sehr gut, okay, der ist beschäftigt. Dann schleichen wir uns hier mal hoch. Wir können, glaube ich, hier was öffnen mit diesem Knopf. Der geht noch einen Ausgang. Aber ich will hier noch gar nicht raus. Ich will erstmal gucken, was es hier noch gibt. Ich glaube, wir haben nämlich noch nicht alles erkundet. Und hier gibt es noch einiges. Hier ist noch so eine Wand. Da weiß ich aber nicht, wie ich dahinter komme. Da ist noch eine. Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Hier sind nur die ganzen Kameras. Ein bisschen gruselig. Nee, ich glaube, wir müssen da hinten durch, wo der Knopf ist. Okay, kein Ding. Frage ist jetzt natürlich, wenn ich hier drücke. Okay, da geht nur diese Tür auf und keine andere. Also ich drücke nochmal sicherheitshalber, damit ich auch rauskomme. Boah, fast hätte die Tür mich erwischt. Richtig knapp. Okay, hier kommen wir raus, hier kommen wir rein. Da sind übelst gruselige Toiletten. Vielleicht können wir hier hinten rein in die Toilettenkooperation. Wir drücken mal diesen Schalter. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir in so einer Art Garage drin. Hier sind Fässer auf jeden Fall. Hier kann man hochklettern. Hier ist noch ein Schalter. Was öffnet sich, wenn ich den drücke? Oh, hier unten. Okay, müssen wir uns beeilen. Hier ist... Oh yeah, hier ist noch ein Morph versteckt. Toilettendetektiv haben wir freigeschaltet. Nein, da hinten. Da ist schon einer. Hi. Hi, kleiner Freund. Ich muss weglaufen. Ich muss weglaufen vor dem. Okay, wir müssen hier eine Runde laufen. Schnell einsammeln. Ah! Okay, der ist richtig aggressiv. Oh, da unten ist noch einer. Warte, die müssen wir einsammeln. Hier, zack. Let's go. Okay, hier, der verfolgt uns voll. Ey, ich meine, ich glaube, der kommt hier nicht hoch, oder? Der kommt hier hoch? Ich hoffe nicht. Können Toiletten klettern? Ah! Ich hüpfe mal lieber hier weg. Oh, ich glaube, wir müssen hier raus. Ich brauche was? Tool, Power Source. Okay, wir brauchen irgendein Tool. Ich kletter hier hoch. Ist die gefährlich? Kann ich da hoch? Kriegt die mich? Ich glaube, wir müssen trotzdem hier hoch. Ich glaube, wir brauchen dieses Power-Tool. Und ich glaube, der Ort, wo wir es finden, ist hier oben. Auf dem Dach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Goldspinnen-Toilette folgt mir. Oh mein Gott, da oben ist auch noch eine. Wenn ich jetzt hier hochgehe... Oh! Perfekt. Wir haben noch eine Kamera. Freigeschaltet. Let's go. Da steht zwar Kameramann-Toilette, aber es ist der normale Kameramann. Noch eine Toilette. Gruselig. Weihnachtsmann. Und auf die... Ey, ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Also, ich kann versuchen, jetzt hier rüber zu springen.
Aber ich werde ganz ehrlich sein, ich hab wenig Hoffnung. Kann ich hier hoch? Nee. Okay, wir gucken auf jeden Fall mal hier rechts, weil da habe ich noch einige Toiletten gesehen. Hier ist eine, die ist auf dem Kopf. Oh mein Gott, das ist ein Astronaut. Wer hat sich das ausgedacht? Wo kommen die her? Wer hat sich gedacht, Leute? Singende Toiletten. Ich habe eine Banger-Idee. Absolute Banger-Idee. Und hat das dann einfach gemacht. Und also, ich weiß nicht, wie vertraut oder nicht vertraut ihr damit seid. Ey, wir sammeln gerade. Aber die TikToks, ihr müsst mal gucken, die haben unendliche Views. Also so, ich meine 50, 60, 70 Millionen Views von einfach einer Toilette, die singt. Mit einem Kopf draus, der singt so. Ich meine, es ist catchy, so ich verstehe es. Aber auf die Idee musst du halt mal kommen. Hier sammeln wir noch einen ein. Oh, was ist das? Warte. Oh, der Roboter ist keine cute. Ich will gar nicht lügen. Toilet Sui. Okay, keine Ahnung, was Toilet Sui heißt, aber... Das heißt Abwasser. Okay, ich folge einfach den goldenen Toiletten. Toiletten-Nerd. Hier links scheint eine Sackgasse zu sein. Das heißt, wir gehen rechts weiter. Durch die Kanalisation. Bah! Alter, immer diese Teleskopstabspinnen. Die sind richtig gruselig. Ey, bitte erwisch mich nicht. Bitte erwisch mich nicht. Hab! Okay, Kameramann. Gib mir was Gutes. Oh ja. Kameramann Groß 2 haben wir hier gekriegt. Da war jemand in der Namensgebung. Hau doch ab! Ich muss den weglocken. Okay, ich muss den weglocken. Komm zu mir, kleiner Spinnmann. Nein, nein, nein! Okay, und jetzt hier durch das Rohr. Ey, das war knapp. Toilette, geringe Qualität. Nee, ist fair. Was gibt's hier? Hier ist zu, der Laden. Was gibt's hier? Ich glaube, das ist auf der anderen Seite von dem Abguss. Der Schalter macht das hier auf. Und dann... Ach! Okay, das ist der Schalter. Dann kommen wir hier in diesen Raum. Richtig verwirrend. Oh mein Gott, das ist eine Meyers-Toilette. Habt ihr das gesehen? Mit so einem kleinen Meyers-Männchen. Leute, wie viele Toiletten haben wir jetzt schon eingesammelt? Ich glaube, wir laufen nämlich richtig gut hier. So, wir haben schon echt viele. Oh mein Gott, hier gibt es noch einen Haufen, die unlocked sind. Aber es läuft schon echt gut. Wir können uns, glaube ich, in die Toiletten morphen. Lass uns mal... Oh mein Gott. Yo! Wir haben wirklich die ekelhafteste ausgewählt. Guck mal. Okay, wir haben hier so einen creepy langen Hals. Ihr fragt euch wahrscheinlich, Ronja, da ist ein großer Knopf. Auf dem steht Jumpscare. Was passiert, wenn du auf diesen Knopf drückst? Kein Ding, Leute. Das ist richtig lame. Der macht nur so ein bisschen, so äumelt so ein bisschen seinen Kopf. Das ist nix. Okay, wir finden noch eine gruselige. Pass auf, die Among Us-Toilette. Okay, was denkt ihr, macht die? Soll ich zoomen mal ran? Damit wir vom Jumpscare auch wirklich erwischt werden und... Oh, okay, weißt du was? Den respektiere ich. Den respektiere ich. Ich würde aber gerne wieder ich selber sein. Kann ich irgendwie... Gibt es einen Weg für mich, wieder normal zu sein? Oder bin ich jetzt für immer ich selber? Okay, doch, refresh. Okay, gut. Hier waren wir noch nicht. Ach doch, hier waren wir. Hier kommen wir her. So, ein bisschen verrannt. Aber hier ist ein Sackgasse, das heißt, ich muss zurück. Okay, kein Ding. Gar kein Ding. Ich orientiere uns. Überhaupt gar kein Problem. Ihr müsst euch um nichts kümmern, ja? Ich mach das für euch. Hier macht ihr... Das geht nicht auf. Ich bin gefangen! Ich orientiere uns überhaupt nicht! Okay, wir müssen aus diesem Abwasser raus! Lass uns raus! Hilfe! Bitte, ich will frei sein! Wie komme ich zurück? Ach so. Ich kann mich einfach teleportieren. In die Kriegszone! Let's go! Und zwar... Oh mein Gott, ist das eine Toilettenkirche? Oh, ihr habt es gesehen, das ist einfach eine Toilettenkirche! Okay! Alle verehren die Toilette und es ist natürlich die Engelstoilette. Macht ja Sinn, ne? Nichts anderes hätte ich erwartet. Hier sind welche Safe Zone, das brauchen wir nicht. Wir fürchten uns nicht! Die Toiletten machen uns nur wenig Angst. Ich merke jetzt ein bisschen Angst, machen sie mir. So ein bisschen Angst ist vorhanden. Okay, Leute, alles easy peasy.
Hier geht's hoch, habe ich gesehen. Weil da ist... Oh! Bop. Eins. Der Anzugmann, klar. Und noch eine Kamera. Kameramann, gebufft. Da unten sind Toiletten. Ich frage mich halt, wo sind... Da ist eine goldene. Natürlich. Auf dem Basketballplatz. Wo auch sonst. Jeder weiß... Nein! Statt einem normalen Dings, wo man Basketball reinwirft, statt einem normalen Korb, ist hier einfach eine Toilette dran. Ah, das macht Sinn. Nee, ist klar. Würde ich genauso machen. Okay, hier, zack. Die nehmen wir noch mit. Toilettenspeck, klar. Ach so, das ist ein Bacon quasi. Das ist ein Bacon-Skin. Irgendwie ist es so weird, wenn die das übersetzen, weil man dann nicht weiß, was es heißt. Klar, der Präsident. Darf natürlich auch nicht fehlen als Toilette. Du dachtest, du bist sneaky, hä? Du dachtest, du versteckst dich, Toiletteneisenmann. Aber so nicht. So nicht. Okay, hier geht's weiter. Ich muss hier ein bisschen meine Jump'n'Run-Skills beweisen. Ah! Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, bevor ich's vergesse. Du. So, wo waren wir? Jump'n'Run-Skills. So, wie ich bereits sagte, ich bin sowas wie ein Obby-Experte, ja? Also ich habe schon einige Obbys gemacht. In wenigen bin ich auch tatsächlich nicht abgestürzt. So, hier. Wir gehen erstmal zu der Toilette da hinten, weil die ist ein relativ safe Pickup. Die Helikopter-Toilette ist es nämlich. Und dann müssen wir jetzt hier einmal rum. Hier ums Eck. Oh mein Gott, nein, ich muss wieder hoch. So, da sind wir wieder. Hier geht's dann hoch. Perfekt. Hier sehe ich auch schon unser erstes kleines Achievement. Toilette Nummer 1. Da hinten ist noch eine. Da unten ist eine, aber ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch, wenn ich einmal unten bin. Das heißt, ich muss erst die oberen holen und dann die unteren. Okay. Ich glaube... Yes. Okay, hier ist eine. Da drüben ist eine, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Aber ich kann hier, glaube ich, nicht durchs... Ah doch, ich kann durchs Glas springen. Okay, perfekt. Dann nehmen wir die mit. Dann nehmen wir ein bisschen Anlauf, springen hier wieder rein und nehmen uns diese Toilette auch noch mit. Oh, das ist hier richtig... Also, das hat sich richtig gelohnt, dass wir hier noch hochgehasselt sind. Das war ein Jump'n'Run. Das hat sich richtig bezahlt gemacht. Ich glaube, ich komme hier actually... auch noch mal hoch, tatsächlich. So, dann gucken wir mal, wenn wir jetzt eh noch oben sind. Haben wir noch eine Toilette, die wir erreichen können? Die da hinten nach wie vor out of reach. Die werden wir niemals kriegen. Hier waren wir schon, da oben waren wir schon. Ich gehe noch mal da hoch. Nur sicherheitshalber. Nur um wirklich die Lage abzuklären. Ob wir hier nicht noch weitere Toiletten erschließen können. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, meine Katze miezt. Das macht sie oft. Hier geht's runter. Kamerad. Doch nicht so unentspannt. Okay, wir gehen hier in den Kameraraum. So, Leute, es wird nochmal ein bisschen scary, denn wir sind hier in so einem verbotenen Fabrikgelände. Nee, wird's nicht. Hier waren wir schon mal. Haha. Ich hau wieder ab. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Hier, Toilettenkindergarten war ich schon. Da habe ich schon gesammelt. Oh. Komme ich an dem vorbei? Ist halt so eine Merger-Toilette. So, wenn du, sagen wir mal, du willst nicht allein aufs Klo gehen. Oh, ja, da ist einer. Und du willst halt eigentlich deine Homies schon gern dabei haben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Renn. Und genau dafür ist die halt gemacht, mit so einer doppelten Kloschüssel. Da kann man halt gemeinschaftlich sein. Sehr gut, hier waren wir schon. Das haben wir schon eingesammelt. Da sehe ich doch noch eine Toilette. Die lasse ich mir doch nicht entgehen. Da sehe ich doch auch sogar noch eine Kamera. Kameramechaniker und WC-TV. Let's go. Okay, es rennt. Warte mal. Sieht man, wie viele Morphs man hat? Neun. Oh, wir haben so viele. Leute, denkt ihr, mit dem Flugzeug kann man fliegen? So, warte mal. Das müssen wir jetzt rausfinden. Kann ich fliegen? Flieg! Nein, warum kann ich nicht fliegen mit dem Flugzeug? Okay, aber wir können uns den Jumpscare... Oh mein Gott, Alter, der ist richtig gruselig. Guck dich das mal an. Guck dich das mal an, habt ihr das gesehen? Scary. Actually scary. Okay. Toiletten only im Club.
Hier ist auch eine Toilette mit einer Sonnenbrille. Das ist wahrscheinlich eine der cooleren. Aber der Bartender ist natürlich Toilettenbaby. Das macht Sinn in einem Club. Nee, das macht. Nee, klar, macht Sinn. Also, wenn ich ein Baby wäre, ich würde mich auch in einen Club reinschleichen und da einen auf Barkeeper machen. Es läuft. Oh, warte, hier ist. Unten ist der Abfluss. In dem waren wir aber schon. Warte, hier ist noch einer. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da hoch? Vielleicht über. Oh, warte. Viel wichtiger. Warum war ich hier noch nicht? Hier ist nämlich. Ich glaube, ist auf jeden Fall so eine staatliche Toilette oder sowas. Auf jeden Fall, die ist sehr festlich. Hier ist eine Kamera. Die nehmen wir mit. Dann gehen wir in den Fahrstuhl. Und. Oh, let's go! Nein, 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 ich wollte nicht in den Fahrstuhl. Lass mich rein. Okay, wir müssen hier aufpassen, weil wir müssen die Toilette einsammeln. Ja, die Polizei. Da hinten ist noch eine. Ey, ich glaube, wir haben es fast. Es läuft richtig gut. So, soweit man das sagen kann. Ich sitze hier und spiele ein Spiel, wo ich Toilettenmorphs einsammle. Also wie gut kann es wirklich laufen, so? Aber abgesehen davon, wieso kann ich dich nicht einsammeln? Jetzt aber. Mit dem Hut. Hier ist so eine Reling. Kann ich da raus? Wenn ich jetzt hier auf die Reling springe. Ja, hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch in der Wand. Okay, hier ist aber keine Toilette. Ah doch, hier ist innen drin eine. Die arbeitet gerade. Das macht Sinn. Hier ist eine normale Toilette, die arbeitet. Aber mit der kann ich mich hier nicht beschäftigen. So, wir müssen hier nämlich, denke ich. Zack. Es gibt safe eine, die kann man nur erreichen, wenn man hier draußen runterspringt. Ich bin mir so sicher. Ich bin mir so sicher, Leute. Okay, pass auf. Wir müssen hier mal scouten. Also da unten ist noch eine Toilette, die habe ich schon gesehen. Hier ist eine. Ich glaube, wenn ich hier clever rüberspringe, dann sterbe ich einfach. Okay. Nee, ist klar. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Macht Sinn. Macht Sinn! Okay, kein Problem. Wir sind wieder draußen. Es ist eine Noob-Toilette. Niemand liebt ihn. No! Habt ein Herz für Noobs. Jeder mag sie. Okay, hier. Sie sind wie wir. Nur schlechter. Okay, pass auf. Hier. Oh, ho, 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 ho. Das ist nämlich, glaube ich, die ich von oben gespottet habe. Habe ich mich orientiert? Weiß ich gar nicht. Oh, hier ist noch eine. Das Toilettenskelett. Wenn man lang genug wartet, wird aus jeder Toilette, so gruselig sie auch sein mag, auch ein Toilettenskelett. Wir müssen uns an ihr vorbeikämpfen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, weil hier sind ein Haufen Morphs. Und wir wollen die Morphs. Okay. Morph Nummer 1. Zack. Okay, das ist ein Drive-By. Ich muss mir zurück. Die kann einfach springen. Seht ihr das? Die hüpft einfach. Ah! Nein. Okay. So, hier, da ist noch eine im Auto. Schnell. Zack, hier immer raus. Ich bin sicher. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ah, da hinten ist noch einer. Nein, die müssen wir auch noch kriegen. Okay, die haut gerade ab. Sehr gut. Wir sind hier in einem Moment des Friedens. Oh mein Gott, sind hier viele Morphs. Eins. Bam. Dann kann ich hier zwei. Toilettensicherheitswerte. Der war durch die Wand. Den konnte ich kriegen. Drei. Wednesday-Toilette. Oh mein Gott. Was ist... Hier? Ich glaube, hier ist der Ausgang. Lasst mich das mal investigaten. Oh yeah, hier ist noch eine Safari-Toilette. Perfekt, schmerfekt. Die goldene ist nun zum Verkauf. Hä? Ach, das ist die Rampe hier. Okay. Ja, das ist natürlich verständlich. Und da ist sie. Eine wunderbare Verletzte. Alien, zwei Toilette. Leute, ich glaube, damit haben wir alle gefunden, die ich jetzt finden konnte. Ah nein, da hinten ist noch eine. So. Hier ist noch eine. Zack, bum, bang. Die Smiley-Toilette, der Klassiker. Und eine Mutanten-Toilette vom Smiley natürlich. So mit drei Köpfen. Und der große Kopf, den haben wir vorhin schon gesehen. Das war der erste, der uns jemals verfolgt hat. Und ich glaube, das war die letzte Toilette, die wir finden könnten. Hier in Toilettenmorphs. Nee, da hinten. Hier ist auch noch eine. Ey, es hört einfach nicht auf. Ich denke immer jetzt, surely können hier keine Toiletten mehr sein. Aber dann entdecke ich ein neues Toilettengebiet. Und es ist fully einfach voll mit noch mehr Toiletten. Wisst ihr, was ich meine? Was ist das? Großvater. Also wovon gibt es auch noch eine Toilette? Schlumpftoilette oder was?
Wieso, wer hat denn diese Dinger gemacht? Oh! Wir haben eine Spitzhacke gefunden. Kann ich hier Spitzhacken? Hä? Kann ich die Steine zerhacken? Nee. Vampirtoilette, klar, macht Sinn. Das macht voll Sinn. Komm ich da hoch? Kriege ich das hier rum? Den Toilettenpyro. Okay. Hier ist noch eine. Zack, bum, bang. Beim kaputten Auto. Und das ist der WC-Feuerwehrmann. Und ich glaube, jetzt haben wir es wirklich erschöpft. Weil jetzt finde ich ehrlich keine mehr. Ich habe hier mein Bestes gegeben. Ich bin hier... Ey, ich, über 20 Minuten renne ich hier rum. Und sammle ich Toiletten. Nur für euch. Okay, damit ihr es nicht tun müsst. Gern geschehen. Man tut seinen Dienst. Leute, das war's aber mit dem Video. sorry, wenn es ein bisschen random war. Ich fand's nur funny. Wenn ihr die TikToks kennt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es würde mich echt interessieren, ob das was ist, was ich random die angezeigt gekriegt habe. Und es hat halt insane noch viele Views. Aber ich habe zum Beispiel mit meinen Freunden darüber geredet. Und ein paar kannten es, ein paar kannten es nicht. Und es scheint irgendwie eine sehr, sehr Nische-Sache zu sein. Gut, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, verpasst keine neuen Videos. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Tschüss.